Ja, hey, willkommen, mein Name ist AnnyLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der letzten Folge haben wir ja kolossal diese Mission hier nicht geschafft, die Rutsche ins Verderben. Ja, der Typ ist gestorben, den wir da oben schützen sollten, und ja, wir haben jetzt 20 Minuten mindestens Zeit und dann werden wir ja wohl irgendwann die Mission schaffen. Wo ich irgendwie so das Gefühl habe, die Mission ist richtig glücksabhängig. Deswegen, mal sehen. Jetzt schon wieder eine Woche her, seit ich gezockt habe, also kann sein, dass ich ein bisschen eingerostet bin, aber mal sehen. So, wir machen jetzt einfach ganz schnell. Hier bin ich, glaube ich, falsch, ne? Wo muss ich hin? Aber ich sollte. Oh, da ist halt noch was. Oh, super. Ja. Nein! Verdammt! Aber wie soll ich denn den erledigen? Ja, zieh ruhig auf mich. Ich kann halt ab. Was? Was schon sagen? Habe ich diese Stimme gemacht? Nee, kann doch gar nicht. Ich habe irgendwie so gedacht, vielleicht kann ich den Typen ja beschützen, indem ich irgendwie so einen Balken vor dem stelle. Aber hier gibt es nicht so was. Das heißt, ich habe ein Problem. Stärkung ist angekommen. Ja, ich muss ja wirklich rauf und runter und so gehen. Komm schon. Wohl ein Number. Noch zwei Stück. Sehr gut. Irgendeiner trifft den und dann ist vorbei. Ungefähr so. Ich muss weiter nach unten gehen, weil ich tun ein paar geile Sachen erscheinen. Mal sehen. So, ja, wahrscheinlich nur mit der Bazooka hier rumfuchteln, also zack. Da wird er wohl treffen, oder? Nein, er lebt noch. Nein, er lebt noch. Die müssen den nur treffen oder haben schon wieder verloren. Los, zieh auf mich. Du willst mich. Du willst den William. Na komm. Zieh doch nicht auf den. Okay, sehr gut. Sehr gut, danke. Idiot. So. Wo bist du? Jawohl! Dich! Ist er tot? Verdammt! Jetzt nur noch der eine. So, Irad ins Gras gebissen. So, wehe du. Oh nein, ich bin nicht in Sicht von dem Typen. Okay, doch, bin ich. Ha! Da kriegst du zurück, ey. Oh ja, und jetzt? Das möchte ich nur noch vernünftig treffen und weg besser. Vielleicht nicht von da, weil ich gehe mal weiter nach oben. Das bringt's irgendwie nicht so. Von hier müsste ich doch gut treffen, ne? Hoffe ich. So, komm mal her. Ja, super. Jawohl. Was ist das? Jawohl. Hurra, endlich ist die Luft rein. Irgendwas. Glückwunsch. Oh, sehr schön. Direkt geschafft.
Und das Spiel ist stehen geblieben, glaube ich. Nein! Hallo? Nein, das ist ja nicht wahr. Das Spiel ist stehen geblieben. Egal, man hat die Level gesehen und ich werde sie wahrscheinlich offscreen nochmal machen. Also ja, würde ich sagen, wir sehen uns dann, wenn ich diese Level nochmal geschafft habe. Ciao. Sag, so. Mann, find ich gut. Oh, und diesmal klappt's. Silber Esel. So, ich hoffe wirklich, das passiert nicht nochmal. Also geht mir doch mal Nerven. Was denn? Nehmt diese Kirschen. Was ist denn das? Jetzt reicht sie ihm. Das Gemüse nicht mehr. Jetzt will er auch noch Obst. Der gierige Bauer Vogelpiet hat eine Gruppe arbeitsamer Ameisen reingelegt und die liefern ihren wertvollen Kirschen nun direkt an seine Tür. So ein unhöflicher Wurm, aber auch zum Glück sammeln Ameisen nicht nur Obst ein. So ein letztes kleines Päckchen auf dem Ameisenhaufen dürfte seinen kriminellen Unternehmungen schnell Einhalt gebieten. Sammeln Sie die Kiste ein und halten Sie ihn auf, bevor er sie auffällt. Ach so, ja, okay. Na gut. Du Kirschen. Muss niemand verstehen. Okay. Vogelpiet, ich glaube, er ist so der Hauptantagonist in diesem Spiel, ne? Ich kann da nicht so schnell lesen, meine Güte. Also sicher, kommt und holt sie euch. Also wirklich, Schlingel. Holt die Kiste zurück, Männers. Kein Ding. Bob verkloppt, Rainer Skill und William Orm schaffen das schon. Wie soll ich denn da hinkommen? Der ist ja cool drauf, ey. Boah, hier werden einige sterben. Ich sehe das schon kommen. Da ist die Kiste. Boah, ich muss den ganzen Weg dahin laufen. Mit Zeitlimit sogar, aber 7 Minuten werde ich bestimmt nicht brauchen. Oh Gott! So, tu doch was. So eine Kirsche. Nein. Hilfe! Ich verkriech mich hier. Hier kann mir doch nichts passieren, oder? Wie? Okay. Du willst also, das will ich aufhalten, kein Ding. Ah, die Kamera. Warum muss die so lebendig sein? So, Rainer, du machst das schon. Oh meine Güte. Ah. Geh weg, ich sehe nichts. Jetzt waren hier noch Jump'n'Run-Einlagen. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Irgendwo in Sicherheit. So, sehr gut. Ich könnte jetzt wirklich etwas Unterhaltsameres tun. Irgendwann geht er sowieso irgendwie auch auf Achse, ne? Und dann haben wir ein Problem wahrscheinlich, weil der schnappt sich sofort alles. Ich blute. Nein! Bob, was machst du? Boah, ich glaube, das Zeitlimit kommt mir echt hier irgendwie in den Weg hier, oder? Jetzt wird's langweilig. So. William, du schaffst das. Oh, Windstärke, aber die beeinflusst doch nicht meine Bewegung, oder? Hilfe! So, wo jetzt hin? Ach, da lang, okay, danke. Ja, und dann komme ich da hin und der macht mich fertig, ne? So, tu doch was.
Hi, na? Nun mach schon. Ja. Dann schnapp ich mir. Geschenke. Drückeberger. Bohren. Blödes. Okay. Wo muss ich hin? Da. Muss ich einsetzen? Noch einer, wo schaffst du das? Setz das mal da bei der Brücke ein, wahrscheinlich. Hi William, wie geht's? Wow, oh mein Gott! Nein! Nein! Oh, Rainer! Das ist mir doch ein bisschen zu krass gewesen. Das ist, oh Mann. So, jetzt aber. Oh. Oh nein. Oh gut. So, jetzt aber. Dann wahrscheinlich William hier die Kiste holen. So wie das aussieht. Na, Boogie Pete. Kann ich dich nicht irgendwie töten oder so? Komm schon, Bob hält dich auf. Boogie Pete gegen Boogie Pete. Bob gegen Boogie Pete. So, William, hol jetzt die Kiste. Und sogar die Ameisen macht Krieg, oder was? Nein, nicht wieder durch das Loch des Verderbens. So, jetzt komme ich aber. Noch kein Wurm vor mir gekommen ist und schon sagen, wenn ich da reinfallen kann. Nein! Autsch! Was ist das denn? Jetzt liegt es an Bob. Bob, du musst das schon wieder regeln. Okay. Wie kann man nur daneben springen, ey? So. Jetzt nicht volle Möhre daneben springen, wenn es geht. So, Zielflugrakete, was? Warte, damit machen wir den jetzt fertig. So, wie wird mal jetzt? Bams! Fahr weg, Boogie Pete! Jawohl, ich glaube, er ist tot. Ja, er ist tot. Für diese Level wahrscheinlich erst. Noch ein bisschen besser laufen können, hatte ich so das Gefühl. Na? Ja, Bronze. So, nun. Im Weltall hört keiner dein Putzen. Wir mischen uns normalerweise nicht in die Schlachten anreihen, aber das hier können wir wirklich nicht ignorieren. Der friedliche Planet der putzwütigen Roboter wird mit dreckigen, schmutzigen Kisten beworfen. Da muss man dringend aktiv werden, deswegen schicken wir sie rein. Schließlich sind sie der absolute Putzmeister. Sammeln sie die Kisten ein und machen sie einen kurzen Prozess mit diesen widerlichen Würmern. Viel Glück. Aber wenn sonst nichts ist. Und jetzt habe ich voll einen Schluck auf, das ist nicht gut. Ja. Ma, finde ich gut, wenn in der Aufnahme alles nicht nach Plan läuft. Sie müssen den bedauernswerten Robotern helfen. Hey Rob, na? Ich bin ja drüben. Ja, hallo. Ah.
wer diesen Dummkopf in eine Lektion erteilt. Das war ich nicht, Kumpel. Oh nein, was haben wir bloß angerichtet? Ich bin vollkommen unschuldig. Ich hole mir besser diese Kisten. Mein Gott. Okay, William Orm, na? Wir haben mal wieder ordentlich ein Arsenal. Oh Mann, ich habe die ganze Zeit jetzt Schluck auf. So. Eine Bazooka. Mad Frank, okay. Komm schon, du fliegst doch bestimmt hier runter, oder? So, wann gibt's denn im Weltall Wasser? Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Und nehme ich noch 5 Minuten auf. Mann, das ist doof. Oh, ich habe unendlich Jetpacks, okay. Gehen wir mal dahin. Oder auch nicht, wo ist die Kiste? Da unten. Ja, vorsichtig. Okay, wo ist die nächste? Ich muss eigentlich nur die Kisten einsammeln, ne? Ach was, ich töte auch. Oh, geil. Sehr schön. So, ne? Ja, ne? Egal. Muss die nächste da. Wupp, 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 wupp. Meine Güte, was für Massenvernichtungswaffen hier finden, und ich habe den verdammten Schluck auf des Jahrzehnts. Ja. Mein Gott, was haben die hier noch für alles geworfen? Sag mal, weil es so schön war. Na? Bäh! Bitte verdeck. Danke. Mann! Und zack, nächste Kiste. Bams. Sobald dann noch ein super Schaf ist, mach ich den fertig. So. Ich muss doch alle Kisten hier einsammeln, oder? Haben die doch gesagt. Oh Gott. Das war knapp. Wieso, tu doch was? Sehr gut. Warte mal, ich glaube, das ist nicht so gut. Das war mehr als knapp. Was auch immer. Okay, sehr gut. Alles nach Plan. Schon wieder der. Thank you.
wieder Silber. Und ein Secret. Geil. Und wir haben irgendwas, was so zu töten will. Sehr gut. Geil. I approve. Jetpack Contest. Na gut. Schütteln im Walde machen wir dann aber in der nächsten Folge von Let's Play Worms 3D. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten Folge. Ich werde jetzt erstmal meinen Treppenschluck auskurieren. Bis dann.